Hallo, schön, Sie zu sehen. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns auf das Konzert heute Abend. Wunderbar. 25 Jahre Roxette. Wie haben Sie es geschafft, so lange Zeit so gut miteinander auszukommen? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Marie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide noch sehr jung waren. Und wir waren immer sehr gute Freunde, haben uns gegenseitig unterstützt und auch Roxette unterstützt. Aber wir geben uns trotzdem Freiraum, nebenher auch andere Projekte zu verfolgen. Marie hatte eine sehr erfolgreiche Solokarriere und ich auch. Wir waren sehr frei im Umgang miteinander. Unser Leben änderte sich, als Marie krank wurde. Für mich, für uns beide, ist es fantastisch, ein Teil davon zu sein nach all den Jahren. Und dass Marie immer noch bei uns sein kann und so auftreten kann. Sie sagen, dass Sie sich schon lange kennen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt und wie hat sich Ihre Beziehung entwickelt? Wir haben uns in einem Proberaum in unserer Heimatstadt Halmstad in Schweden kennengelernt. Wir haben in unterschiedlichen Bands gespielt. Sie hatte richtig lange Haare und spielte Keyboard und schrie das ganze Haus zusammen. Das war in den späten 70ern, in den New Wave Days. Ich habe in einer anderen Band gespielt und wir hingen einfach nur zusammen rum. In der Zeit, in der Generation, hing jeder irgendwie mit jedem rum. Und Halmstad hatte sehr viele Bands. Ich glaube, es waren 125 Bands in dieser kleinen Stadt. Es war so etwas wie ein schwedisches Liverpool. Viele Medienleute kamen nach Halmstad, um herauszufinden, warum so viel Popmusik aus dieser kleinen Stadt kam. Und wir waren mittendrin. Das war 1978, 79. Aber es hat noch einige Jahre gedauert, bis Sie sich beide zu Roxette zusammengeschlossen haben. Warum hat es so lange gedauert? Das lag daran, dass meine Band richtig losgestartet ist und in Skandinavien ganz groß rauskam. Das war 1980 und mit dieser Band habe ich bis 1984 gearbeitet. In der Zwischenzeit hatte Marie einen Plattenvertrag bekommen und einige Soloalben aufgenommen und auch bei ihr lief es sehr gut. Wir haben schon immer darüber gesprochen, eines Tages mal was zusammenzumachen und warum nicht auch mal auf Englisch? Denn wir schwedischen Musiker wollten auch gern international arbeiten. Der Markt in Schweden ist sehr klein, aber das war erstmal nur ein Traum. 1986 haben wir schließlich unser erstes Album aufgenommen, Pearls of Passion. Die erste Single Neverending Love wurde im Sommer 86 dann ein großer Hit in Schweden. Als Sie Roxette gründeten, wussten Sie von Anfang an, dass da etwas Besonderes, etwas Großes im Entstehen war? Also, ich war schon immer der Schreiber und Marie war immer die Sängerin. Und diese Dinge zu verbinden, naja, aus 1 und 1 wird manchmal eben 3. Ich wusste, dass wir eine tolle Sache machten, aber so einen internationalen Erfolg zu feiern, das war nur ein Traum. Wir haben das nicht erwartet und wir waren so überrascht. Das erste Land außerhalb Schwedens, in dem wir einen Hit hatten, waren die USA. Wir hatten keine Ahnung, was da vor sich ging. Wir haben in einem Magazin darüber gelesen. Es war verrückt. Dieser internationale Erfolg war ja ein reiner Zufall. Ein Typ hat die CD aus Schweden mit nach Hause in die USA gebracht. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie von diesem Erfolg, von diesem Durchbruch gehört haben? Der Typ war ein amerikanischer Austauschstudent, der in den Monaten in Schweden war, als wir gerade unsere Superhits Dressed for Success und Listen to Your Heart hatten. Er brachte die CD mit nach Minnesota. Dort hatten sie eine Radiosendung, in der die Hörer ihre Lieblingsstücke spielen könnten. Und er dachte sich, es wäre eine schöne Idee, diese Roxette-Platte zu spielen, die er ein paar Monate vorher in Schweden gehört hatte.
Der Programmdirektor nahm die Platte, weil er die Hülle schön fand, und wir hatten eine sehr ausgefallene Hülle bei unserem Look Sharp Album. Und er spielte den ersten Track, The Look. Und das Telefon klingelte und die Hörer sagten, er solle den Song nochmal spielen. Da gab es dann einen Schneeballeffekt. Wir hörten Gerüchte, dass das, was da in den Staaten passierte, echt war, aber wir wussten nicht, welcher Song das war. The Look war in Schweden zu der Zeit gar keine Single. Wir dachten immer, vielleicht ist es Dressed for Success oder Listen to Your Heart. We didn't know which song it was. The Look wasn't a single in Sweden at the time. So we thought maybe it's Dress for Success, maybe it's Listen to Your Heart. We didn't know. Als Sie hörten, dass es The Look ist, das den großen Erfolg feierte, was fühlten Sie da? Ich war total überrascht. Wie ich schon sagte, ich war der Songschreiber, Marie war die Sängerin und The Look hatte ich gesungen. Und dass ein Song, der von mir gesungen wurde, so ein großer Hit werden könnte, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Aber so ist es meistens, wenn du einen Song schreibst oder im Studio aufnimmst, dann nimmst du meist gar nicht wahr, was du da tust. Du machst einfach, was du fühlst. Ich kann nie vorher sagen, hey, das wird mal ein großer Hit oder das wird mal die B-Seite. Du spielst deine Songs und die Dinge passieren einfach. Naja, manchmal zumindest. It's just you just do your songs and things happen sometimes. So when did you know you wanted? Wann wussten Sie, dass Sie Musiker werden wollten? War das ein Kindheitstraum? Music, pop music has always been. Musik war schon immer meine Leidenschaft. Ich war so einer, der immer alles auf Kassette aufgenommen hat und die dann in der Schule verteilt hat. Ich hatte schon immer eine große Plattensammlung. Mein ganzes Geld, das ich verdient habe, indem ich Zeitungen verkauft habe, habe ich ausschließlich für Platten ausgegeben. Als ich 10 war, hatte ich ungefähr 100 LPs und das war schon viel. Ich habe damals schon gerne Popmusik gehört, besonders die Musik der späten 60er, der frühen 70er Jahre. Glamrock, Led Zeppelin, die Beatles natürlich. Und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben, ohne dass ich überhaupt ein Instrument spielen konnte. Ich hatte die Melodien in meinem Kopf und habe die Texte dazu geschrieben. So habe ich mit 13, 14 angefangen. Aber ich habe mich nie wie ein richtiger Musiker gefühlt. Ich war ja gar nicht ausgebildet. Als die New Wave aufkam, 76, 77, galt das Motto, auch wenn du nicht besonders gut bist, du kannst eine Band gründen. Und das fand ich toll. Die erste Band, die ich hatte, hieß Grape Rock. Das war so eine New Wave Band. Wir liebten Punk, die Pistols und die Buzzcocks und Jam und so. Es war ein langer Weg und ich habe nichts erwartet. Es war einfach ein Hobby. Auf der anderen Seite habe ich keine richtige Ausbildung. Ich wollte einfach nur irgendwie mit Musik zu tun haben. Auch wenn das bedeutet, dass ich einfach nur Platten im Plattenladen verkaufen würde. Solange ich immer nur Platten und Musik um mich herum haben konnte. Even if it meant that I was going to wind up selling records in a record store, that was fine with me, you know, as long as I could be with all these records and all this music. And, Sie sind dann aber so berühmt geworden. Wie gehen Sie damit um, auf der Straße erkannt zu werden? Gab es schon mal Momente, in denen Sie das alles genervt hat? Ich hatte schon mal Leute, die in meinem Garten ein Zelt aufgeschlagen haben. Aber nein, in der Regel ist das okay. Ich lebe in Schweden und Schweden respektieren die Leute. Und ich gehe nur sehr selten in Fernsehsendungen oder lade die Medien zu mir nach Hause oder in mein Familienleben ein. I very rarely do TV shows or I never invite media into my private house or into my family life. Ich versuche, soweit es geht, anonym zu bleiben, wenn ich nicht gerade eine neue Platte herausgebe oder wie heute ein Interview geben muss. Und die Menschen respektieren das. Ich mag es nicht, ein Celebrity zu sein. Das gibt mir nichts. Ich will einfach nur Platten machen. Warum ist es Ihnen so wichtig, Ihr Privatleben privat zu halten? Weil es nur mich was angeht. Ich mag es nicht, über mein Privatleben in der Zeitung zu lesen. So bin ich einfach nicht. Meine Frau denkt genauso und mein Sohn auch. Wir halten uns alle lieber bedeckt. Meine Frau ist die gleiche und mein Sohn ist die gleiche. Everyone wants to keep a very low profile.
Wie geht Ihre Familie damit um, dass Sie so viel unterwegs sind? Sie reisen viel, gehen auf Tour. Wie schaffen Sie den Ausgleich zwischen Familie und Karriere? Good question again. Noch eine gute Frage. Das ist ein Thema, das wir am Frühstückstisch viel diskutieren. Aber das ist ein Problem für alle in der Band. Wir sind ja alle manchmal für 6 Wochen am Stück unterwegs. Aber wir versuchen auch, die Familien mitzunehmen, wenn wir sehr weit weg müssen, zum Beispiel nach Australien oder Südamerika. Dann versuchen wir schon, die Kinder und die Familie für eine Weile mitzunehmen, bis sie wieder in die Schule müssen. Aber es ist ein Problem. Und je älter du wirst, umso mehr Zeit möchtest du mit deinen Liebsten verbringen. Mein Sohn ist 14, also ist er nicht mehr so jung. Aber da sind andere in der Band, die haben kleine Kinder. Und für die ist es natürlich ein großes Problem. Und wie geht Ihr Sohn damit um, so einen berühmten Vater zu haben? Wir reden nicht viel darüber, aber ich glaube, dass er schon sehr stolz drauf ist. Er liebt es, mit zu den Shows zu kommen und die Menge zu beobachten. Auf der anderen Seite will er sein eigenes Ding machen. Er will nicht in meinem Schatten leben. Vielleicht wird er irgendwann mal was völlig anderes machen. He doesn't want to live in my shadow. He's going to do something totally different, I think. Er wird also kein Musiker? I don't think so, no. Das glaube ich nicht, nein. Er ist sehr künstlerisch. Vielleicht wird er mal was mit Film oder mit Fotografie machen. Ich glaube aber nicht, dass er jemals ein Instrument spielen wird. Allerdings konnte ich das am Anfang ja auch nicht. Meinen wir es nie. Sie haben vorhin den Hirntumor erwähnt, der bei Marie diagnostiziert wurde. Können Sie sich noch erinnern, wie das damals war? Es muss ja ein Schock gewesen sein. Es war schrecklich, für Sie und Ihre Familie natürlich besonders, aber für alle, die Marie nahe standen, war das ein Albtraum. Wir waren gerade unterwegs zu einer Pressekonferenz, wir sollten bei Night of the Proms dabei sein. Das war 2002 in Belgien. Ich kriegte einen Anruf und es hieß, sie sei im Badezimmer zusammengebrochen und sei im Krankenhaus. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war an der Westküste in Schweden und nahm mir ein Auto zum Flughafen in Kopenhagen und versuchte in diesen 2 Stunden Informationen zu bekommen. Aber ich bekam keine und als ich in Kopenhagen ankam, musste ich mich entscheiden, ob ich zu dieser Pressekonferenz gehen sollte oder nach Hause. Ich ging nach Hause und dann hörte ich, dass es sehr ernst war. Nach ein paar Tagen hörten wir, dass nur einer von 20 überlebt. Und wenn man darüber nachdenkt, dass wir auf einer 2-jährigen Welttournee mit Roxette sind, ist es ein Wunder, dass sie hier ist und dass sie so auf der Bühne stehen kann, wie sie es tour with Roxette is just a miracle that she's here and it's a miracle that she can deliver the way she delivers. Wie geht es ihr jetzt? Muss sie noch zur Nachuntersuchung gehen oder ist sie wieder ganz gesund? Nein, sie ist gesund. Sie wird sicher noch Nachuntersuchungen machen. So genau weiß ich das gar nicht. Wir reden nicht darüber. Das ist vorbei. Sie will darüber nicht reden. Deswegen geht sie auch nicht gerne in die Medien, weil sie sich lieber auf die Zukunft konzentrieren will. Sie ist eine Amazone. Sie ist so stark. Das ist wunderbar. Haben Sie die Krankheit in Ihren Songs verarbeitet oder haben Sie sie komplett aus der Musik herausgelassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir das gemacht. Es gibt keinen speziellen Song. Als ich Charm School geschrieben habe, bin ich 2009 durch Europa getourt. Und als ich in Amsterdam gespielt habe, war Marie mit ihrem Mann im Publikum. Ich lud Marie zu mir auf die Bühne ein, mit mir ein paar Roxette-Songs zu singen. Sie zweifelte zuerst, aber sie hat es gemacht. Sie war so nervös, aber der Beifall, den sie vom Publikum bekam, war atemberaubend. Sie hat geweint, es war sehr emotional.
Ein paar Wochen später rief Marie mich an und bat mich, ein neues Roxette-Album zu schreiben. Was ich sagen will ist, eigentlich alle Songs, die ich für Charm School geschrieben habe, die habe ich für Marie geschrieben. Die Songs, die ich singe, das sind die Stücke, die sie nicht singen wollte. Da ist ein Song, der heißt No One Makes It On Her Own, den ich nicht direkt über Marie geschrieben habe, aber wenn ich die Texte heute lese, könnte er schon über Marie sein, über ihr Schicksal. Ich weiß es nicht, das ist sehr schwer zu sagen. When I read the lyrics now, it could be about Marie and Marie's destiny. So I don't know. It's a tough one. And being on such a big tour, how do you? Wie bereiten Sie sich auf eine so große Tour vor? For doing a tour like this, I mean, it's difficult. It's a lot of work, and here keeping the performance up almost every night. How do you prepare for that? You try to sleep a lot and you try Wir versuchen viel zu schlafen, was schwer ist bei so einer Band, die ständig in irgendwelchen Bars rumhängen will. Aber du musst trainieren an deinen freien Tagen. Was ich auch tue, ich gehe jeden Tag 1,5 Stunden laufen. Anders kann man das gar nicht überstehen. Andererseits machen wir das schon sehr lange. Es ist ein besonderer Lebensstil. It helps. I mean, we've been doing it so much, so it's a very special lifestyle, and it's also. An den Tagen, an denen du eine Show hast, geht es nur um die Show. Normalerweise gebe ich auch keine Interviews an dem Tag, an dem ich eine Show habe, wegen meiner Stimme. Aber das ist jetzt so früh, dass ich das schon packen werde. Man muss sich auf die Show konzentrieren. Da warten vielleicht 10.000 Menschen auf dich. Sie haben viel Geld bezahlt, um dich zu sehen. Da musst du 110% geben. Aber ich liebe das. Es ist okay. But I love that. It's cool. Is it, when you're on stage, is there, in Ihrer langen Karriere, 25 Jahre Roxette, was war da der besondere Moment, den Sie nie vergessen werden? Oh, da gab es viele. Die erste Welttournee, insbesondere als wir nach Südamerika kamen. Das war beeindruckend. Zu der Zeit wollte niemand durch Südamerika touren, weil da die Wirtschaft am Boden lag. Wir haben gesagt, wir gehen trotzdem. Wenn da Fans sind, dann gehen wir dahin. Wir haben vielleicht 2.000 oder 3.000 Tickets verkauft. Und als wir schließlich ankamen, verkauften wir 50.000. Maybe 2,000-3,000 tickets, and then, you know, when we eventually got there, we sold 50.000 tickets. It was football stadiums everywhere. Das waren ganze Fußballstadien. Und dort zu sein, in Buenos Aires oder in Rio zu spielen, so weit weg von Schweden, da ist ein Traum wahr geworden. Ich erinnere mich, wie ich auf der Bühne stand und Marie angesehen habe und dachte, was haben wir gemacht? Das ist wunderbar. Das ist das Schöne an dem, was wir machen. Wir können in die ganze Welt gehen und für die Leute spielen, egal welche Religion, Hautfarbe, politische Interessen oder Sprachen sie haben. Und alle lieben es, Listen to Your Heart oder The Look oder It Must Have Been Love zu hören. Die Macht der Musik ist einfach verblüffend. Ich glaube, dass Kunst die einzige Sache ist, die Grenzen so leicht überwinden kann. Und es ist toll, ein Teil davon zu sein. Wo wird Roxette heute in 25 Jahren sein? Scheiße, da werde ich 100 Jahre alt sein. Nein, Quatsch, das weiß ich nicht. Wir gehen Schritt für Schritt voran. Und ich habe immer gesagt, solange Marie mit Roxette weitermachen will, bin ich für sie da. Ich liebe es, mit ihr zu arbeiten. Auf der anderen Seite werden wir nicht jünger. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, Musik wird immer ein Teil unseres Lebens sein. Das weiß ich. So sind wir einfach. So arbeiten wir. Was ist so besonders an Marie? Warum ist das Band zwischen ihnen so stark? Ich weiß nicht, vielleicht weil wir aus kleinen Städten kommen oder weil wir die jüngsten Kinder in der Familie waren. Wir haben eine ähnliche Beziehung zu unseren Vätern, eine ähnliche Beziehung zu unseren Müttern. Wir sind uns in unserer Geschichte einfach sehr ähnlich. Gleichzeitig sind wir sehr verschieden, aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Es ist gut, dass wir nie eine Liebesbeziehung hatten. Roxette ist unser Baby und das ist alles. Und das ist gut so. Und wenn wir nicht gerade Roxette machen, machen wir eben andere Dinge. Dann ist es interessant und spannend, sich wieder zu treffen. Roxette is our baby and that's it, you know, and I think that's really cool. When we're not doing Roxette, we're doing other things apart.
So it's interesting and exciting to meet again. Warum haben Sie vor 25 Jahren gesagt, wir machen beide Roxette und das wird dann unser Baby? Wie kam es, dass Sie das zusammen machen wollten? Sie hatten ja beide auch andere Bands. Als wir angefangen haben, dachten wir nicht, dass es 25 Jahre lang halten würde. Wir haben um Plattenverträge gekämpft, wir lebten einfach von einem Tag auf den anderen. In den 80ern, bevor wir den großen internationalen Durchbruch hatten, gab es viele Leute, die mit Marie gearbeitet haben und die wollten, dass sie eine Solo-Karriere macht und nicht mit mir zusammenarbeitet. Das ganze Team wollte sie lieber getrennt von mir sehen. Und ich hatte auch einige Leute um mich, die nicht wollten, dass Marie mit mir zusammenarbeitet. Das ist ein kleiner Kampf gewesen für ein paar Jahre. Man weiß nie, aber das gilt für jeden Künstler. Wenn du einen Hit hast, wie wir mit Look Sharp, das endet dein Leben. Und dann musst du damit mithalten können. That changes your life entirely. And then you have und to have wir hatten das. Wir hatten It Must Have Been Love, was für uns toll war, und dann The Joyride, was sogar noch größer war. Wir hatten 8 wirklich sehr erfolgreiche Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit. Die meisten Bands haben vielleicht 2 oder 3 Jahre. Ich denke auch, dass das der Grund ist, weswegen wir heute die vielen Tickets verkaufen. Wir haben einen großartigen Katalog von Songs. Wir haben in den Jahren über 40 Singles herausgegeben. Was werden die Leute heute Abend hören? Viele alte Songs oder neue Songs? Wir haben viel darüber diskutiert, als wir überlegten, was wir spielen wollten. Wenn ich mir eine Band anschaue, die ich mag, will ich meine Lieblingssongs hören. Ich hasse es, wenn eine Band nur das neue Album spielt und nur 3 oder 4 alte Songs am Ende. Wir wollten ein Greatest Hits-Ding machen. Wir wollten all die großen Stücke spielen und ein paar neue. Und dann werden wir die Setlist immer mal wieder ändern. Jetzt gerade haben wir einen guten Flow in der Setlist. Daran werden wir erst mal festhalten. Right now we have a great flow in the set list, so we're going to stick with this one for a couple of weeks. Was sind Ihre Pläne für nach der Tour? Diese Tour geht noch ein Jahr, also sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Und worauf freuen Sie sich heute Abend besonders? Die Fans zu treffen, das Publikum. Wir haben das beste Publikum der Welt, das Roxette-Publikum, und es ist immer ein Segen, für sie zu spielen. Ohne die Fans wären wir nichts. Without the fans, we would be nothing. Dankeschön für Ihre Zeit. Pleasure.